Hey, ich helfe dir da hoch. Ja. Was ist das? Komm. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Geh voran. Nicht, siehst du? Fuck. Dina? Shit. Kannst du laufen? Ja. Ja. Dann ich zieh weg. Los! Lass mich los, verdammt! Lauf, Dina! Ellie? Ich bin hier! Nicht wegkommen, wir! Das klingt absolut traumhaft. Fast geschafft. Ich hab dich. Hier. Geht's? Sieht gut aus. Na komm. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen, vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Oh. Die Verletzung.
Maria und Tommy und Joe sind die einzigen, die es wissen. Wussten. Und jetzt du. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir... Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Schwanger. Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Geschafft. Ich hoffe, als Soldat wirst du besser als Elektriker. Was ist das? Okay.
muss dem Typen gehören. Der Kerl war vor einer Weile hier. Hoffentlich ist sonst niemand hier. Ich frage mich, wie viele in diesem Stück sterben. Okay. Krass. Oh, gruselig. Niemals. Doch ein wenig nach was. Ich bin schlecht. Nein.
Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Was ist das? Ja. Oh, shit. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Ich will's schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Thank you.
Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Der König der Echsentyrann. Na, du Großer? Museum für Naturkunde und Geschichte. Wie hast du diesen Laden entdeckt? Maria. Sie hat mir davon erzählt. Ich dachte mir, dass das was für dich ist. Richtig gedacht. Was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Oh Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Dein Pech. Wow, hat der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja. Zumindest hießen die so in diesem Film damals. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment, ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Compsognathus. Großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht so gut. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht.
winziger Kopf. Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Das Dimetrodon war ein Spitzenprädator. Was ist ein Spitzenprädator? Der allergrasseste Prädator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Wenn's dir gefällt. Tut es. Gefällt mir voll gut. Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo er... Einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das eine oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Warst du oft im Museum? Ja. Ja, Sarah liebte Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Hey! Wirklich reizend. Sag ich doch. Gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay, verstehe.
finde das echt cool. Hey Joe, rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte, wir haben... Oh, sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze, später dran gerochen. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Juri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Relativ betrachtet schon. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Das ist tollkühn. Tollkühn. Okay, Kleine. Hab's kapiert. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Nach dir. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Oh. Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier.
schließ die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Willkommen auf der Erde. Ja.